Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, denn ich habe ja einen Plan für die Woche aufgestellt, der bisher gut funktioniert hat. Am Mittwoch kam dann der neue Terrakium 5er Raid, den ich gezeigt habe, deswegen Mittwoch keine Raid am Mittwoch Folge, aber am Donnerstag kein Problem, alles was heute passiert ist, ignoriere ich einfach und zeige nur, was bis zu dem Tag. Also alles, was gestern passiert ist. Ich muss immer so reden, wie das dann da ist. Auf jeden Fall haben wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche bei der Terrorzicke mit einem Shiny Tentacher. Und das ein richtig cooles Shiny, wie ich finde. Wenn ihr diese grünen Bupfel auf dem Kopf seht, die sehen sehr genial aus. Wie Smaragde. Dann der Kotbrot hat ein... Ja, wie viel ist das dann, ne? Der hat hier ein Porygon bekommen als Krypto-Pokémon und wenn er das erlöst, wird es auf jeden Fall ein 100%iges, denn es hat jetzt schon 14, 14, 14. Ist das dann ein 96er, 93er? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Würdet ihr das erlösen, würdet ihr das so lassen und sammelt ihr natürlich alles als Living-Krypto-Decks und Living-Erlöster-Decks? Das ist auch interessant, schreibt es auch mal rein. Frisch aus einer Quest beim Alex Hovi, der hat ein 100% Hopspross gefangen in Frankenberg, Eder, Hessen. Glückwunsch dafür, richtig geniales Pokémon, also das braucht man auf jeden Fall. Dann habe ich mich wieder mal aufgeregt, ich könnte kotzen, da tradet man seine ältesten Pokémon weg. Seine vier Ältesten, sollte das er heißen, mit guten IV und auf Max-Level, um ein Lucky Ninja-Tom zu bekommen und es passiert nichts. Dann will man sich vom zweiten Account eben das Shiny traden und es wird direkt Lucky und nutzlos. So ein Dreck. Ich meine, bei Shinies möchte ich einfach wirklich die Shinies haben und den Unterschied sehen, dass man weiß, okay, das ist das, das ist das. Bei manchen sind die Unterschiede so gering, die siehst du kaum. Und wenn du so einen extrem grellen Hintergrund hast, wie das hier bei dem Lucky immer ist, dann fallen die Unterschiede noch weniger auf. Und mal ehrlich, was braucht ihr bei einem Shiny Tentara gute IV? Selbst wenn das ein 100er wäre, wenn man einen 100er Tentara hat, dann braucht man keinen 100er Shiny Tentara. Und auch nicht als Glücks-Pokémon, das würde man ja eh nie hochziehen und damit raiden oder irgendwas. Dafür ist es einfach ein viel zu schwaches Pokémon. Bei den legendären Shinies sieht es anders aus, da kriegt man ja sowieso auch meistens mehr. Dass man da eben ein normales Kyogre hat auf 100%, dann hat man ein Shiny Kyogre auf 100% und dann möchte man natürlich noch ein Lucky Shiny Kyogre auf 100%, also da gehe ich mit. Und die Legendären, die sind ja auch groß und wuchtig, die bedecken sowieso diesen ganzen Hintergrund, dass dieses Grelle nicht durchschimmert und sieht einfach besser aus. Aber jedes Mal, ich habe wirklich... vier Aquana von August 2016 genommen, hab die getradet, die waren alle mit 96%, die habe ich alle damals hochgezogen auf Level 40, das waren meine besten Pokémon zum Anfang, habe ich die alle getradet gegen Ninja Tom und es ist natürlich nichts Lucky geworden, obwohl das ja eine gute Chance hatte und dann tauscht man einmal ein Shiny Tentara auf seinen Account und schon wird's Lucky, wodurch es nutzlos war und ich natürlich wieder zwei andere noch suchen musste. Aber da rege ich mich jedes Mal auf, dazu müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Dann der Sly, der hat hier nämlich ein 98er Kobalium noch mitgenommen am 20.11. Ihr seht auch immer dann an dem Datum ungefähr, wann das alles so ist. Der Frank Behrendt auch mit einem Shiny Tentara, hat er bei seinem Sohn auf dem Account, glaube ich, angeklickt. Und das erste war dann auch direkt ein Shiny. Dann der Beer Benny hat einen Lucky Trade gemacht, hat hier ein Logok mit 98%, wie man sieht. Angriff, Verteidigung auf 15 und boah, kann man auch hochziehen, ist ja auch ein guter Kampf und Feuerangreifer natürlich. Und das Gegenstück dazu auf dem anderen, auch Angriff und Verteidigung 15, KP leider nur auf 12, aber ist egal. Trotzdem ist es ja günstig zum Hochziehen und Angriff sowieso meiner Meinung nach der wichtigste Wert. Der Bockwurst King hier mit einem Shiny Flamly, was er ja vielleicht sich dann jetzt auch für den Super Community Day aufheben könnte und da entwickeln. Die Heike, starke WP, hat ja ein Shiny Lucky Ambidiffel getradet und ihr seht, ich kann die Zahl leider nicht erkennen, auf jeden Fall ist der Bogen so mickrig, also
Damit macht man eigentlich auch nichts, selbst wenn der Bogen voll ist. Wenn sie das gerne als Lucky sammelt, dann richtig genial. Das ist auch größer, das sieht gar nicht mal so schlimm und so verkehrt aus. Aber vorhin bei dem Dentara, das war richtig mies. Hier sehen wir ein gutes Beispiel bei einem Legendären, was Lucky werden kann. Was dann auch nützlich ist, denn ein 98%iges Rayquaza wie hier beim Extreme, das zieht man gerne hoch, da spart man gerne die Staubkosten und er hat sogar ein 100%iges Makabaya mitgenommen bzw. getauscht. Und das Besondere ist, Makabaya gibt es jetzt ja nicht mehr zu fangen, gibt es nicht mehr in Raids, gibt es nicht mehr wild, gibt es gar nicht mehr. Das war wirklich nur während des Halloween-Events als exklusives Pokémon in der Zeit verfügbar, ist jetzt gerade wieder aus dem Spiel rausgenommen, wer also keinen Shiny bekommen hat. Der wird auch in nächster Zeit erstmal keins kriegen, außer ihr tauscht euch natürlich eins. Dann bin ich aufgestiegen mit Adi zu Glücksfreunden. Was wir da getauscht haben, sehen wir vielleicht noch oder auch nicht. Die Pokémone mit einem Shiny Luturzel, dann der vorbelastet auch mit einem Shiny Tentara hier. 285 WP. Der Frank nochmal viele Grüße aus Kölle da. Hat ja auch ein Shiny Kramurks gefangen. Der Iswo ist dann aufgestiegen mit mir zu Glücksfreunden. Da sehen wir auch direkt, was wir getauscht haben. Dem habe ich nämlich einen Schlurp gegeben. Schlurp ist sein absolutes Lieblings-Pokémon. Das habe ich sogar in der Folge vom C-Day, als wir rumgelaufen sind, wegen Panflam, habe ich extra das Schlurp gefangen für ein Iswo und habe es ihm dann bei diesem Lucky Trade gegeben. Hat auch relativ gute IV, müsste ein 96er sein. Ich hingegen habe dann einen Ambidiffel bekommen, auch als Glücks-Pokémon, Angriff 15. Da ging es mir darum, weil ich bei Griffel den Lucky-Eintrag noch nicht hatte, habe das dann direkt auch entwickelt, dass bei Ambidiffel das auch weg ist, dass das im Pokédex einfach alles ausgefüllt ist. Klar, man hätte irgendwas Sinnvolles tauschen können, aber ich wüsste nicht was in dem Sinne, deswegen wollte ich die fehlenden Lucky-Einträge erstmal voll bekommen. Shiny Nagelmon auch wieder zugeschlagen mit einem Shiny Snubbull. Der Pokefreak hier, mal was Schönes in Lucky, der hat sich nämlich die Stachelbeere gegönnt mit 89%. Kann er noch nicht entwickeln, aber bald, ne? Habt ihr schon eine Stachelbeere entwickelt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Der Mitzenmann hier hat seinen Krypto-Arktos bekommen vom Giovanni. Leider richtig miese. Adi, was ist denn? Leider richtig miese IV. Das hast du mich ganz durcheinander gebracht. Leider miese IV, Pokefreak Red wieder. Ich habe auch eins, WP13, richtig genial. Und ich glaube, das war das letzte Shiny Tentara, was ich dann auch bekommen habe. Obwohl der am anderen Ende der Welt lebt, habe ich auch ein WP13 bekommen. Also das richtig heftig auf jeden Fall. Shiny wäre mir lieber gewesen vom Kenny. Der hat nämlich hier noch ein 100%iges Sichlor bekommen. Auch richtig geniales Pokémon. Auch als Sherox natürlich gegen Mewtwo. Wunderbar, Käfer, richtig genial. Dann der Robby zeigt uns hier ein Quiekelursa, also eine Mischung aus Quiekel und Teddyursa. Weil man da rumsteht, jetzt dachte ich, da unten ist noch ein dritter Pokestop. Aber nein, das ist ja die Umrandung, die er da gezogen hat. Dann der Robby auch noch Jackpot, der hat nämlich ein 0% Flamly. Und es gibt ja viele Leute, die auch 0%ige Pokémon sammeln. Gehört ihr auch dazu, dann schreibt's mal in die Kommentare. Schade, der Bockwurst-King, der hat nämlich hier ein 98er Lavita in Sonneberg bekommen, ausgebrütet, gefangen, wie auch immer. 98, gut. Despot da sowieso eigentlich, heftiges Pokémon. Dieser eine Prozent, ist der jetzt so tragisch? Ist natürlich schade, dass es der Angriffswert ist, der da nicht auf 15 ist, aber ein 98er. Ich habe so viele 98er, weil ich nie einen 100er hatte und habe die dann immer einfach hochgezogen. Aber meine hatten, glaube ich, immer Angriff 15. Da habe ich drauf geachtet. Dann Pupsi kann man mal mitnehmen mit einem Shiny Pandir. Das ist die Form Nummer 1. Es gab ja schon die Form Nummer 8, die Form Nummer 3 als Shiny. Jetzt also momentan noch die Form Nummer 1 verfügbar. Auch richtig genial auf jeden Fall. Juli, ABN hier mit einem Shiny Mammutel. Und guckt euch die WP an. 43 WP. Das ist auch ein Biest. Der Raphael Weid. Gerade dein Raid am Mittwoch gesehen, hier zum Thema WP 117 kann auch 98% sein. Genau, das hat man nämlich letztens, das war beim Fischi, glaube ich, der einen 116er hatte mit 96%, ne, mit 98, glaube ich schon, und hat gesagt, schade,
117 ist das 100er, wer das nicht weiß. Und habe ich noch gesagt, 117 kann auch 98er sein. Und der Raphael zeigt uns das hier, der hat nämlich ein 117er, was eben nur 98% hat, aber als Shiny Lucky Glücks-Pokémon, aber Lucky und Glück ist doch schon dasselbe. Hat er noch nicht entwickelt auf jeden Fall, da fehlt noch was, ne? Würde ich gleich durchziehen. 1077 Carpador-Bonbons, dann noch ein schönes Bild vom Pokefreak Red. Lass ich einfach mal so stehen, wie das einfach aussieht. Dann gab es eine Übersicht natürlich, als dieses Event war mit den Rocket Stops, mit der Rocket-Übernahme, dass man nochmal sehen kann, wie die Typ-Effektivitäten sind, was man am besten gegen was nimmt und wie und wo. Aber ich empfehle euch immer noch, nutzt die Go-Tool-App. Da habt ihr auch alles in der Übersicht natürlich, bei welchem Satz, also welches Pokémon auftritt und ihr dagegen nehmen könnt am besten. Dann der Gefer, der hat zweimal was gepostet, nämlich hier ein 98%iges Sichlor mit KP 14 und noch ein 98%iges Sichlor mit Angriff 14. Das war am 23. Das auch am 23. Also richtig genial, dass er einfach zwei 98er an einem Tag bekommt. Dann vom Vorbelastet noch ein Bild, das finde ich auch richtig genial, wie das Relaxo da einfach im Netto vor der Fleischtheke steht, also vor dieser frische Theke, wo ihr euch selbst bedienen könnt. Müsste Netto sein, sieht auf jeden Fall so aus. Das mache ich als Thumbnail rein, unbedingt. Mal gucken, was ich mache, vielleicht nehme ich auch was ganz anderes. Vom Vorbelastet auch, ah ja. Jesus Altmannsberg, was ja schon mal deutsch ist, und dann a very nice Jesus Statue. Wer lässt sich so eine Beschreibung einfallen? Bruder, very nice. Wo sind wir denn hier? Also kann man doch schreiben. Sehr schöne Jesus Statue, aber einfach dieses Vermischte. Ist aber auf jeden Fall auffällig. Also Juli HBN aus einem 2-Kilometer-Ei, 100% Plinfa. Und Plinfa wird ja auch der nächste Community Day nach dem Super Community Day. Also im Januar. Was rede ich hier, Bruder? Im Januar müsste es dann auf jeden Fall Plinfa geben. Kotbrot mit Juli getauscht hat jetzt hier ein 96%iges Shiny Magneton. Richtig genial. Meistens haben die Shiny sehr schlechte IV, aber er einfach mal mit einem 96er. Erschreckt mich doch nicht so. Ah, die ist schon wieder am Ausrasten. Vom Bockwurst ging hier noch ein Shiny Togepi, gebrütet natürlich. Kotbrot mit einem Zapdos, auch ein 98%iges aus dem Feldforschungsdurchbruch. Darauf hat er gewartet, hat der Fischi zumindest gesagt. Ist bestimmt so. Gefer auch mit einem Arctos, leider zum Brechen, wie man hier sieht. Leider keine guten IV. Nägelmon auch endlich mit einem Shiny Tentara, Mitchell mit einem Shiny Tentara, dann richtig genial, ich weiß nicht wie es kam, ich hatte auf jeden Fall 10 Eier im Inventar auf einmal, da habe ich so gedacht, hä, kein Ei in der Brutmaschine, muss doch mal ein Ei reinpacken, gehe so drauf und wusste überhaupt nicht, was ich reinpacken soll, weil plötzlich eins noch da unten gehangen hat und 10 von 9 Eier angezeigt hat, also wie sowas zustande kommt, weiß ich auch nicht, sicherlich beim Überlappen, wenn man einen Stop dreht, aber der Klicker irgendwie und dann da gerade was schlüpft, ich keine Ahnung. Hattet ihr auch schon mal 10 von 9 Eiern? Schreibt's mal rein. Hab gestern auch endlich mein erstes bekommen, der Alex Hoffi mit einem Shiny Pandimos. Der Konstin mit einem Shiny Lavados, auch aus dem Feldforschungsdurchbruch, 1453, weiß ich die Werte jetzt leider nicht. Auch der Konstin mit einem 100%igen Tentara, seht ihr hier in der Nähe von Untermarsfeld, Tübingen, ne, ganz in der Nähe. Und der Konstin auch mit einem 100%igen Kryptofukano, das würde ich auf jeden Fall nicht erlösen. 100%ige Kryptos würde ich auf jeden Fall behalten. Was natürlich dann auch ein 100%iges erlöstes Vulcano wird mit Level 25, wodurch man ja wahrscheinlich mehr hat, als wenn das so mickrig ist. Aber die sind seltener, also würde ich das auf jeden Fall behalten. Frank Behrendt auch mit einem Shiny Kramurks, Bockwurst King mit einem Shiny Aerodactyl, Dagro mit einem 100% Skungapu in der Nähe von Heidenheim an der Brenz. Agro mit einem 0%igen Remorai, das sind sie wieder, die 0%-Sammler. Agro mit einem Shiny Absol, habt ihr auch schon Shiny Absol?
schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich noch keins hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit, als Cobalium da war, Absol geradet. Aber ich habe ja schon Absol, also musste ich Cobalium raiden. Ja, ich musste. Es blieb mir nichts anderes übrig. Und da Groh auch noch mit einem 100% Glücks-Psyana am 13.11., also Glückwunsch, auch hochgezogen, ist natürlich immer noch ein sehr guter Psycho-Angreifer. Da Groh mit einem Krypto-Porygon, das sieht so ähnlich aus wie vorhin am Anfang, vom Codebrot oder wer das war? Auf jeden Fall auch, wenn er das erlöst, ist es natürlich auch ein 100%iges Porygon, was man auch hier sieht, mit 1720. Der hat er auch geschrieben, genau, gleich mal hochgezogen, kann es nur nicht entwickeln, weil ich immer alle Items wegschmeiß. Wie macht ihr das? Schmeißt ihr auch immer alle Items weg wegen Platzmangel? Oder habt ihr eure Aufbewahrung jetzt hochgestockt? Könnt ihr jetzt machen auf 2500 die Items und 3000 die Pokémon? Ich lasse, glaube ich, von diesen Entwicklungs-Items immer so 5 Stück von jedem übrig. Aber misste die Woche auch immer so oft aus, dass ich manchmal am Ende der Woche auch da 17 Stück von einem habe oder irgendwas und denke mir, oh mein Gott, weg, 5 Stück reichen auf jeden Fall. Dann ein Bild, das hat eigentlich nichts mit Pokémon zu tun, aber irgendwie auch doch, egal wie kalt es draußen ist, es gibt immer diesen einen Typen und darauf wurde ich markiert, da haben die gesagt, ah, guck mal Ramon, das bist du, ne, also Ramses, guck mal, das bist du, weil ich werde auch schon darauf angesprochen beim Community Day, hey, wir haben dich nur erkannt wegen der kurzen Hose und Leute schon letztens in einem Video geschrieben, hä, der Ramses hat eine lange Hose angehabt, das geht ja mal gar nicht, aber... Hatte ich natürlich nicht, hatte natürlich eine kurze an und ihr seht schon, auch wenn der Winter kommt, immer kurze Hose am Start, das ist ein Muss. Kurze Hose, besser geht nicht. Pokefreak Red hier auch mit einem Shiny Tentacool, also Tentara, was natürlich der Thaddeus ist von SpongeBob. Ist aber lustig gemacht, habe ich auch in einer anderen Version nochmal gesehen, aus einer anderen Gruppe, aber ist wieder ein anderes Thema. Dann der Michael, halbe Stunde Busfahrt angenehm machen. Das finde ich richtig genial. Grüße gehen raus an den Michael, dass der wirklich sein Datenvolumen aufbraucht, um eine halbe Stunde im Bus sich mein Gerede anzuhören. Dann der Benny Pasewald, der hat mich nämlich gefragt, mit dem 100% Sobiris, ob das nützlich ist für Raids, für Arenen, sonst was, was man damit macht. Ich sage natürlich, ist nur für die Sammlung. Effektiv gegen irgendwas einsetzen kannst du das jetzt nicht unbedingt, ist trotzdem ein schwaches Pokémon. Ihr seht ja, der Bogen ist relativ voll, trotzdem hat es nur 590 WP. Dann Cobalium, da war es soweit, da mussten wir uns auch von verabschieden. Wie gesagt, 20 Stück gesehen, 17 gefangen und ein 100%iges habe ich ja bekommen. Hab das dann auch hochgezogen, soweit es ging. Ein paar Bonbons haben mir gefehlt. Bockwurst King mit einem 98%igen Teddy Ursa am 26.11. Und das habe ich reingenommen, weil gleich danach der vorbelastet kam. Am 25.11., also einen Tag davor, hat er sich einfach mal einen 100er gegönnt und den da übertrumpft. Der Juli aus dem Ei mit einem Shiny Cossilla auch vertreten. Codebrot mit einem Shiny Kramurx hier dabei. Dann der Bader 352. Da gab es auch eine Diskussion über irgendwas, welche Boni es gerade im Event gibt und wie lange das Event geht. Und es kommen immer so viele Fragen auf. Und dann einfach das Bild hier gepostet vom Will Smith, der auf die News verweist. Lest doch einfach nach in-game. Du siehst alles, du kannst alles haben. Guck doch einfach nach und frag nicht Sachen, die so offensichtlich ersichtlich sind. Das ist auf jeden Fall richtig lustig. Da gab es dann Beef einfach nur. Aber das Bild einfach so genial. Das hat so genial gepasst in dem Moment. Shiny Nägelbond wieder mit einem Shiny Rettern auf jeden Fall. Der Bockwurst King. Mein eigener Stop vor der Tür. Hab denn gerade bekommen, ne? Nicht den, das ist grammatisch falsch. Hab denn bekommen. Auf jeden Fall, was ist das? Ist ein Spielplatz, genau. Jetzt steht schon wieder Bockwurst King oben. Vorhin stand noch eigene Nummer da, jetzt steht wieder Bockwurst King da. Das soll man noch verstehen, dass das Handy immer was anderes anzeigt. Pokefreak Red hier auch mit einem Klick, die Klack. 98% auch vom 25.10. Ist aber schon ein bisschen her, Junge, ne? Mann, da holt er hier die alten Kamellen raus, die alten. Dann der Groh, wieder mal, der kommt so oft vor in letzter Zeit. Das fünfte 100%ige Rihorn, also Rihorn, richtig geniales Pokémon. Schön, dass er das auch ins Bild reinschreibt und dahinter noch die Hände, die sich freuen. Und Wildfang, ein 100%iges Floink, das natürlich aufheben für den Community Day, wenn der in 100 Jahren irgendwann mal kommt.
Dann der Gabriel, aka Krypto Saphir, der hat hier am 27.11. noch ein Labras, ein 98%iges, hat mich dann gefragt, erlösen oder nicht erlösen. Ich habe ihm gesagt, ein 98%iges würde ich erlösen, weil es ist ja kein 100er. Ein 100er würde ich auf jeden Fall auf der Hand behalten. Ein 98%iges würde ich erlösen, dass es ein 100er wird, weil du kannst ja, um ein Krypto auf der Hand zu haben, zu jeder Zeit einfach wieder ein Labras holen. Schlechten IV, was nicht 100 ist, obwohl 98 ja nicht schlecht ist, aber mal ehrlich, was will man mit einem 98er Krypto auf der Hand? Ein 100er, okay, ein 98er, nee. Hat er dann gemacht, hat sich bedankt für die Tipps, hat's erlöst und ihr seht, es hat von 592 WP einen Sprung auf 1886 gemacht. 100% erlöstes Labras, Level 25. Habt ihr auch schon einen Labras erlöst? Schreibt's mal rein. Ich glaube, ich habe noch kein einziges erlöst, weil ich immer nur die Tausender erlöse, also die 1000 Sternenstaub brauchen. Oder eben eins, was ein 100er wird, was nicht so oft vorkommt bei mir. Dann der Kotbrot hier noch mit einem 100%igen Mantirps gebrütet. Und dann sind wir gleich am Ende. Außer, da steht schon wieder eigene Nummer. Das ist immer, wenn er undercover sein will. Denn hier ist schon wieder der Bockwurst-King am Ende. Der ist die Woche einfach mal 438 Kilometer gelaufen. Und da gab es auch übelst den Beef. Und dann haben die sich wieder die Schnauze eingehauen und gesagt, boah, du Cheater und du Spoofer und du Bockwurst, ey. Und dann er so, nö, ich spoofe nicht. Ich hab da so meine Taktik. Ich sitze den ganzen Tag so da mit dem Handy. Und dann gibt der so Sachen, hat man schon mal gehört, will ich aber nicht weiter drüber reden, denn ein Kollege hat auch so seine Taktik und der wollte mal ein Video dazu machen, wie man schön Eier ausbrüten kann und Kilometer sammeln. Hat er noch nicht gemacht, glaube ich, deswegen werde ich nichts weiter dazu sagen. Lassen wir es einfach mal im Raum stehen. Das waren auf jeden Fall die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Raphael Weid und guckt euch das an. Jetzt ist Ricky Gigas ja natürlich in den X-Rates und wir schaffen es nicht mal wirklich, eine X-Rate-Einladung zu bekommen, weil unsere Arena letzter Zeit, seitdem wir die dritte X-Rate-Arena bekommen haben, so ungleichmäßig bespielt werden, dass da gar nichts mehr funktioniert. Und er gönnt sich hier einfach mal am 19.11. ein 100%iges Regi Gigas. Ich glaube, das war sogar der Pokédex-Eintrag bei ihm und das ist so genial. Einfach nur, ich feiere das Pokémon. Ich habe alle Sonderbonbons, die ich hatte, genommen, habe sie jetzt schon in Regi Gigas gestopft aus meiner Spezialforschung, dass wenn ich mal ein gutes bekomme mit guten IV oder ein 100er das hochziehen kann, denn das kommt höher als Mewtwo, auch wenn man damit eigentlich nichts macht, weil es ja nur Typ normal ist. Trotzdem, Raphael, gönnt sich hier einfach mal ein 100%iges Regi Gigas. Was ist das beste Regi Gigas, was ihr habt? Schreibt es mal in die Kommentare. 3104. Kann sogar sein, dass es einfach ein wettergeboostetes war, so gefangen und da ist noch nicht mal was gepusht. Das hat nämlich, glaube ich, sogar schon 3000 WP, wenn man das auf Level 25 fängt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und der Tisch bewegt sich immer so von alleine, weil der Adi hier unten rumbühlt. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und natürlich auch den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramsus.